Das Kommunikationsverhalten der Kunden verändert sich. Die sozialen Medien schließen diese Lücke, die du traditionell hast, zwischen der Marketingabteilung und den Kundenbetreuern. Arbeit 4.0, das ist ja auch so ein Buzzword, was heutzutage häufig genutzt wird, und auch agile Führungsstrukturen oder Organisationsstrukturen. Ich weiß, dass ihr das gerade umsetzen möchtet oder gerade im Prozess seid. Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen? Ja, klar, gerne. Also es ist so, dass wir gemerkt haben, das Kommunikationsverhalten der Kunden verändert sich. Die sozialen Medien schließen diese Lücke, die du traditionell hast, zwischen der Marketingabteilung und den Kundenbetreuern. Ja, also es geht halt einfach schneller. Ne? Der Kunde fragt dann auf Facebook eine sehr konkrete Frage. Die Informationstiefe ist bei den Mitarbeitern in der Info da. Die wissen aber nicht notwendigerweise, wie man das Medium bedient. Ja. Und das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene ist, dass wir den ganzen Betrieb digitalisieren und umbauen und dort vor sehr komplexen Herausforderungen stehen, die man in der jetzigen Organisationsstruktur eben auch nicht bewältigen kann. Und deswegen haben wir Anfang des Jahres agiles Arbeiten eingeführt, benutzen die Scrum-Methode, haben ein Umsetzungsteam gebildet, was sich dieser Projekte annimmt. Und es ist sehr spannend und interessant, was da passiert, weil inzwischen geht es über die reine Scrum-Methode und die Scrum-Inhalte hinaus, und es haben sich auch Veränderungen oder es sind Sachen aufgebrochen worden, die in der Organisationsstruktur liegen, die aber aus dem Team herauskommen, also was ich gar nicht vorgebe. Okay, das ist ja auch gerade der spannende Ansatz, ne, dass aus dem Team die Initiative kommt. Wie beurteilst du quasi die Führung losgelöst von Hierarchien, also dass sich die Teams selbst steuern in diesem Zusammenhang? Ist das so ohne weiteres möglich oder gibt es da Herausforderungen, vor die man dargestellt ist? Also ich glaube, dass da ein großes Potenzial drin liegt, oder ich bin ein großer Fan davon, weil man, glaube ich, das Potenzial der Mitarbeiter heben kann und auch abteilungsübergreifend vielleicht Fähigkeiten entdeckt, ja, die man vorher so nicht gesehen hat, wenn jemand in seinem, ich sag mal, traditionellen Arbeitsgebiet arbeitet. Also es ist ein Lernprozess, würde ich sagen, weil wenn du viele Jahre in diesen doch eher, ich sag mal, traditionellen Strukturen gearbeitet hast, dann ist es natürlich im ersten Moment, es ist ein Change-Management-Prozess, ja, und es ist sozusagen, der Weg ist das Ziel, würde ich mal formulieren, ja. Also es ist schon so, dass man dann mit Verhaltensweisen oder mit Denkweisen brechen muss. Es ist total spannend. Ich habe jetzt das Glück, in einem Team zu sein, wo das alle Mitarbeiter das sehr offen angehen und das auch sehr gut mittragen. Und da entstehen wirklich auch sehr gute Ideen und sehr gute Wege, muss man sagen. Genau. Also ich glaube, dass da die Zukunft liegt.